Eine neue Woche, ein neues Highlight. Herzlich willkommen. Holzers Piepshow heisst das neue Stück, das am 30. Juni vom Theater Gurten auf unserem Hausberg aufgeführt wird. Regie führt Livian Richard und mitspielen tut Markus Maria Engist. Und ich freue mich, dass die beiden heute Zeit haben und vom Gurten oben runter sind. Ganz herzlich willkommen. Merci. Livia, du siehst jetzt ein bisschen modern aus, für direkt vom Gurten oben runterzukommen. Ich bin mich noch umziehen. Du bist extra noch umziehen. Nein, im Moment ist ein Regenstiefel angesagt, weil es gestern ziemlich geschifft. Und es ist alles nass. Der Markus hat vorhin müssen in der Garderobe Socken wechseln, wo sie die Pfosten nass waren. Ich bin ja noch können. Bei was stören wir im Moment gerade? An was seid ihr, Markus? Tribünenaufbau, Infrastruktur, Technik, die jetzt kommt. Also wirklich so die letzten Züge, bevor man so das Endresultat wirklich zusammenbauen künstlerisch näher. Du bist ein Schauspieler. Ja. Musst du dort das Zeug auch machen? Ich bin eben auch noch Projektleiter auf dem Gurten. Darum tangiert mich das eben immer auch noch. Also, ihr habt alle so verschiedene Berufe dort oben, nehme ich an. Ja, das hat etwas damit zu tun, dass wir eben, zwar liebe Sponsoren haben, die uns Geld geben, aber in dem Sinne nicht subventioniert sind. Das heisst, wir sind alles Generalisten. Also wir machen alle fast alles. Der Markus macht Projektleitung, das heisst, alles, was hinter der Kulisse aufgebaut wird, ist unter seiner Verantwortung. Plus spielt er, plus singt er noch den Song für das Stück, das speziell komponiert wurde vom Hengschitzo. Und so ist das einfach bei uns. Es muss jeder ein bisschen alles können. Sonst geht es gar nicht. Wir sind nur 5 Leute, die das Ding aufstemmen im Kern. Sag schnell, um was geht es ganz genau im Stück Holzers Piepshow? Im Stück Holzers Piepshow geht es um eine Bauernfamilie, die die letzte Kuh muss versteigern. So wie es heute 2 bis 3 Bauernbetriebe pro Tag in der Schweiz geht. Und die Bauernfamilie die geht aber nicht auf. Der Junge, gespielt von Markus Maria Engist, der Hans Junior, kommt heim und sagt, weißt du was, der Fernseher hat hier einen Wettbewerb ausgeschrieben, gesucht ist die innovativste Schweizer Bauernfamilie. Und ich habe uns da angemeldet, er hat sie angemeldet mit der Idee zu Holzers Piepshow. Und das ist eben, dass die Familie ihr traditionsreiches Bauernleben teilen mit den Touristen, die in dem Kaff, wo die Familie daheim ist, nur halten für das Bisschen. Und der Junge sagt, das wird jetzt vermarktet. Jetzt zeigen wir uns, zeigen, wie wir sind, wie wir leben. Aber nicht, wie sie richtig leben, sondern wie man das Gefühl hat, ja, das ist eben nachher Inhalt des Stücks. Weil er sagt, ja, wir müssen nur uns selber sein, der Junge, zur Familie, die natürlich zuerst so macht. Ja. Und nachher ist das ein bisschen schwierig mit dem sich selber sein. Und er geht gar nicht nur um die Bauern, sondern um uns alle. Also wenn man sich selber plötzlich spielen soll, dann bekommt man so ein bisschen den Spiegel von uns, ja, wer bin ich denn eigentlich? Und die Familie stolpert nachher innerhalb von diesem Thema eigentlich total über sich selber. Und es wird irgendwie abstruser, was sie machen, weil sie suchen nachher einen Ersatz natürlich, weil sie einander nicht viel zu sagen haben, suchen sie nachher ein kleines Ausschnitt aus einem Gotthelfstück, das sie dann zeigen. Und das Letzte, das verrate ich nicht, es artet einfach aus. Es artet aus. Die Livia ist die Regisseurin, die arbeitet schon ganz, ganz lang zusammen. Wie ist sie als Regisseurin, Markus? Wie würdest du sie beschreiben, wenn du jemanden verkaufen müsstest, würde ich sagen? Die Livia ist sehr kreativ auf der Probe arbeiten, sehr viel Latla entstehen auch durch die Spielerinnen und Spieler. Aber ein inneres Bild hat, was sie außergewöhnlich macht als Regisseurin. Viele Regieleute gehen viel von außen dran her, schauen, wie will ich es haben, wenn ich auf die Probe gehe. Die Livia kommt auf die Probe und Latla entstehen, hat aber dann ein Bild, das sie entwickelt. Mit uns zusammen und das Bild hat sie in ihr innen und an dem arbeitet sie dann. Also sie hat so einen Blick von innen nach außen und nicht von außen nach innen. Wie ist er, der Markus, als Schauspieler? Ein Glücksfall. Er kann alles. Er hat ein komödiantisches Talent, das wir jetzt den Sommer endlich mal zeigen auf dem Gurten zeigen. Bis jetzt hat er eigentlich dramatische Rollen gespielt. Der Dellenbach ist an sich eine dramatische Rolle. Man hat gelacht zwar über seine Witze, aber es ist eigentlich eine tragische Figur. Hast du ihn denn wollen für die dramatischen Rollen oder hat sich das einfach gesagt? Ja, nein, ich wollte ihn gerne wollen, wenn ich ihn habe. Also der Dellenbach war ich am Schreiben im Wallis und habe ihm angerufen und gesagt, du musst sofort ins Wallis kommen, du musst mir das lesen. Ich habe das Gefühl, du musst den Dellenbach spielen. Und so war es näher. Ist es fast so ein bisschen wie logisch, dass wenn du ein neues Stück schreibst, dann ist der Markus dabei? Nein, gar nicht. Nein. Also er muss sich auch immer so ein bisschen bewerben? Nein, überhaupt nicht. Das auch nicht. Sondern ich tue meine Stücke eigentlich so besetzen, ob sie jetzt am Entstehen sind, wenn ich selber etwas schreibe oder wenn ich es lese, dass die Figuren kommen automatisch, all die Schauspieler, die ich im Kopf habe, die kommen automatisch aus dem Papier, sage ich dem mal. Also wenn ich ein Stück lese, wie jetzt Holzers Piepshow, und weiss, jetzt will ich das machen,
dann lese ich es nochmal im Hinblick darauf, er könnte spielen. Und dann ist es ganz klar. Und dann, so wie es jetzt der Sommer ist, konnte ich meine Traumbesetzung zusammenstiefeln, weil wirklich alle die fünf Hauptfiguren mir haben zugesagt, die aus dem Papier sind. Mhm. Aber es hat bei mir niemand, obwohl ich mit wahnsinnig gerne mit Markus zusammenarbeite, weil es wirklich eine symbiotische Verbindung ist. Ich sage, ich kann Luft holen und dann weiss schon, was ich meine. nein, es dürfte nicht ein Murks sein in der Besetzung. Oder? Das darf nicht sein, dass es dann nicht stimmt, ja. Nur weil ich jetzt ihm die Rollen zuhabe, nur weil jetzt ich mit ihm arbeiten will. Das dürfte es nicht sein. Wie ist es denn für dich, mit ihr zusammen zu arbeiten? Ich habe das Beispiel erwähnt, wenn sie Luft holt, weißt du schon, was sie meint. Ist es nicht manchmal schon so ein bisschen, jetzt kommt sie wieder mit dem. Ich kenne sie jetzt sehr langsam. Ist das ein Vorteil? Es ist ein Vorteil, es ist vor allem auch gegenseitig. Also, weil ich zum Teil auch Luft holen und sie weiss schon, was ich sagen will, wie es mir geht auf der Bühne, bei der Probe zum Beispiel. Also, wir arbeiten durch das sehr schnell miteinander und kommen sehr schnell auf einen gemeinsamen Weg, wo wir dann zusammen gehen können, weil wir eben so gut spüren beim Arbeiten. Mhm. Wir zeigen euch jetzt einen kurzen Ausschnitt von der Probe zu Holzers Piepshow. Ich muss noch etwas sagen. Da. Was tust du so feierlich? Das Fernsehen kommt. Also, hört. Was die Touristen sehen wollen, das ist das Traditionelle, das Heimelige, Schweizer Familie, wie es im Buch steht. Also, hü, sind wir heimelig. Ich kann unmöglich auf Kommando heimelig sein. Wir sind Schweizer. Wir sind automatisch heimelig. Und frei sind wir. Das ist es. Frei. Das wollen die Touristen sehen. Ein Ausschnitt aus dem Theaterstück «Holzers Piepshow». Geschrieben hat es Markus Köbeli. Du führst dort die Regie. Das hast du vorher noch gesagt. Du hast das ganze Stück heute Morgen neu umgeschrieben. Darfst du das? Nein, also das war eine Übertreibung. Das ist mehr, weil ich Einsätze nicht verwechselt, sondern zum Teil herausgestrichen habe, wo Wiederholungen sind und so weiter, Anschlusssachen, die ich anders will. Das muss im Rahmen der künstlerischen Freiheit sein. Ja. Aber ich habe ja aus dem Stück eine Freilichtfassung gemacht und das hätte ich natürlich nicht einfach dürfen, ohne dass der Köbeli gefunden hat. Das ist eine gute Idee. Da habe ich ihn vorgängig angerufen und haben uns getroffen und haben ihm gesagt, was ich mir vorstelle. Das sind die Touristengruppen, die im Original unsichtbar bleiben für das Publikum, eben wirklich auftreten, dass ich wirklich eine Castingshow reinbauen will, die zu Fernsehen kommt und so weiter. Und eine Kuh versteigern, solche Sachen. Also spielt die Kuh mit? Ja, die kommt heute Abend zum ersten Mal. Wobei, wir haben eben schon eine gehabt, aber die ist das letzte Zeiste ab. Das ist, was heisst ab? Die ist nicht ab auf dem Gurt. Also, es ist schon wieder vorgekommen. Also, es geht ihr gut und sie ist jetzt wieder daheim. Aber es ist ein ziemlich wildes Feichli gsi, ja. Also, halt, wie geht das, wenn man eine Kuh will für ein Theaterstück, wo geht man da? Ja, eben, also die ist aufgekommen mit dem Bauer, ja, aber nicht noch vorher, bevor man zum Bauer geht. Kann man da kuhmieten.ch oder wie? Das gibt schon Orte, wo man kann. Ich möchte ja gegen ein Kamel. Das jetzt, weil man das nicht auf jedem Bauernhof findet. Man kann ein Stück machen mit einem Kamel. Das würde über 30'000 Steine kosten mit Versicherung, Futter etc. Und man muss jemanden haben, der zu diesem Tier schaut. Das kann man einfach anbingen bis morgen Abend. Oder? Und zwei Brönkeln nebenan schnell. Das muss ja eine artgerechte Haltung muss man da haben. Sonst hat man nämlich den WWF auf dem Plan. Und so. Und jetzt mit der Kuh ist es einfach. Wir haben Bauernleute rum. Und wir hatten aber eine Mutterkuh ohne Kalb. Und die ist ziemlich wild geworden. Die ist auf der Wiese, die ist sich nicht mehr gewöhnt, irgendwie gehalftert zu werden. Und jetzt haben wir eben heute Abend eine, die sich das gewöhnt sein sollte, von der Familie Zürcher aus Kehrsatz. Genau. Sind wir gespannt, ob die nachher verhetzt. Sonst kannst du ja ein junges Kalb spielen. Genau. Du kannst den gleichen tun. Ja, das könnte er auch. Das wäre ja lustig. Oder Gemüse. Ich spiele Top-Gemüse. Das Gemüse spielen. Wir kommen zum heutigen Kinotipp. Im heutigen Kinotipp geht es nicht um eine Bauernfamilie oder um eine Kuh, sondern um einen Spider-Man. Neu im Kino ab diesem Wochenende, The Amazing Spider-Man. Das Leben ist nicht gerade leicht. Markus, die hat man schon in unzähligen Theaterstücken gesehen. Wäre so ein Kinofilm nicht einmal etwas für dich? Bist du noch nie angefragt worden? Kinofilm nicht, Kurzfilm habe ich schon gemacht.
Ob jetzt gerade so eine Hauswand aufklettert, ob jetzt das Bluescreen oder Greenscreen ist, ich weiß nicht. Das ist nur ein Trick. Das ist nicht echt, Ja, könnte man Trick-Kuh. Aber wäre das nicht für dich? Das ja, warum nicht? Jetzt nicht so einen Action-Streifen, müsste ich nicht unbedingt haben. Bin nicht so der Action-Typ. Aber du hast den Tellenbach-Karri gespielt. Bist du gar nicht in die engere Auswahl gekommen beim Kinofilm? So nicht, nein. Hättest du nicht wollen oder hast du nicht dürfen? Schlussendlich nicht dürfen. Von wem aus nicht? Das weiß ich nicht mehr so genau, wer dort den Ausschlag gegeben hat. Okay. Livia, du bist jetzt hast Holzers Piepshow dieses Jahr, 2012. Dann kommt das nächste Jahr, 2013. Das spinnt ganz sicher schon etwas in deinem Kopf. Also wir kommen ja noch mal zwei Jahre auf den Gurten mit einem Freilicht. Und 2014 habe ich so eine vage Idee, eventuell für wieder etwas selber zu schreiben. Aber das kommt ein bisschen darauf an. Weil ich habe im Moment relativ viele Sachen, die noch nicht ganz klar sind. Angebote eigentlich, die aber noch nicht ganz klar sind, kommt es dann. Das eine ist Film, das andere ist ein Freilichttheater in Zermatt. Und es kommt sehr darauf an, was ich wo noch machen kann, um zu wissen, ob ich für einen Gurt effektiv selber etwas schreiben kann. Ich hätte schon Lust, du hast auch eine Idee. Aber ich kann mich auch nicht vierteilen. Einfach, ich muss mal ein bisschen schauen, was passiert. Oder Gurt hat Priorität, das ist klar. Gut, wir warten ab, wie Holzers Piepshow läuft. Ab dem 30. Juni auf dem Gurten. Herzlichen Dank euch zwei. Merci dir. Wir fahren wieder ab auf den Gurten. Die Gummistiefel wieder anlegen. Genau. Danke vielmals euch. Merci zum Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.